Hi zu einem neuen Video von Forge of Empires. Heute geht es mal wieder um ein ganz bestimmtes legendäres Gebäude, welches ihr hier natürlich auch schon wieder seht, und zwar die Arktische Orangerie. Das ist ein legendäres Gebäude, welches zwei besondere Effekte hat. Und zwar einmal gibt es Forge-Punkte, und zwar genau wie das Cape Canaveral auf jeder Stufe genauso viele Forge-Punkte, wie die Stufe sozusagen ist. Das heißt auf Stufe 10 10 Forge-Punkte, auf Stufe 100 100 Forge-Punkte. Der zweite Effekt ist dann ein ganz besonderer, einzigartiger Effekt, den es nur bei diesem Gebäude gibt, und zwar eine Chance auf kritische Treffer. Das heißt, bei jedem Treffer, den ihr im Kampf austeilt, habt ihr diese Chance, dass ihr nicht 100%, sondern 150% des Schadens austeilt, den ihr eigentlich hättet gemacht. Deswegen ist die Arktische Orangerie auch ein sehr begehrtes kampflegendäres Gebäude, da es eben für diesen Effekt vor allen Dingen gebaut wird. Die Forge-Punkte lassen aber eine ganz andere Vermutung anstellen, und zwar, ob sich die Arktische Orangerie, beziehungsweise wann sich die Arktische Orangerie denn rentiert. Und besonders auf diese Frage wollen wir dieses Mal nämlich mal eingehen. Dafür habe ich natürlich wieder ein bisschen was vorbereitet. Hier seht ihr nun mal wieder zwei Graphen, wie ihr sie auch schon aus den letzten beiden Videos kennt. Ich betone hier allerdings nochmal, ich bin auf das Fördersystem, welches ich jetzt benutze, sozusagen, um diese ganzen Werte auszurechnen, bereits in den Videos hier vor bereits eingegangen. Das heißt, guckt euch bitte das Video zum Cape Canaveral oder der Arche an, wo ich eben dieses Fördersystem nochmal explizit ganz genau erklärt habe. Ich reiße das hier nur nochmal kurz an. Ihr seht jetzt hier also der blaue Graph, das sind die Gesamtforge-Punkte, die ihr für die Arktische Orangerie braucht, um sie zu fördern. Das sind schon mal extrem viele. Wenn wir uns das hier mal angucken, auf Stufe 90 zum Beispiel über 8000 Forge-Punkte. Der schwarze Graph hier unten, der so etwas linear aussieht, das sind die Mäzen-Belohnungen. Das heißt, die Belohnung, die Platz 1 bis 5 bekommen würden, wenn sie bei euch investieren. Diese Mäzen-Plätze werden allerdings, wenn man das legendäre Gebäude, ich sag mal, über dieses Fördersystem, was ich eben schon gesagt habe, fördern würde, mit dem 1,9-fachen belegt. Das heißt, durch Spieler mit einer 80er Arche, die mit dem 1,9-fachen keinen Verlust machen würden. Geht man davon aus, dass man alle Plätze so belegt, dann kriegt man diesen Graphen raus. Der ist schon um einiges steiler und nähert sich schon um einiges mehr an diesen Graphen der Gesamtforge-Punkte auf jedem Level an. Das Problem ist, dass ihr hier seht, der Abstand zwischen den beiden Graphen ist tatsächlich ziemlich hoch. Dieser Abstand ist allerdings ein ganz besonderer Wert, und zwar der Eigenanteil, den ihr auf jedem Level benötigt. Und um das ein bisschen besser darzustellen, lassen wir uns den auch nochmal kurz ausgeben. Der Magenta-Graph hier unten, das ist jetzt der Eigenanteil, den ihr auf jedem Level leisten müsst. Dieser Eigenanteil ist im Prinzip einfach bloß die Gesamtforge-Punkte, also der blaue Graph, minus diesen schwarzen Graph, also die Mäzen-Belohnung mal 1,9. Ihr seht jetzt hier allerdings, dass dieser Graph noch ziemlich weit von der X-Achse hier unten entfernt ist. Das heißt, der Eigenbedarf ist zum Beispiel auf Level 45 immer noch bei 270 Forge-Punkten ungefähr. Das ist extrem hoch, wenn wir davon ausgehen, dass zum Beispiel das Cape Canaveral oder der Innovation Tower weit unter 100 Forge-Punkten Eigenbedarf auf diesen Leveln hatten. Das bedeutet also, dass die Arktische Orangerie relativ schwer zu leveln ist. Auch nach Level 10, wo hier der Eigenbedarf eigentlich ziemlich weit runter geht, trotzdem erreicht er bei weitem nicht die Level, die zum Beispiel bei der Arche, dem Cape Canaveral oder zum Beispiel dem Innovation Tower erreicht werden, die wirklich sehr niedrig an die X-Achse rankommen und teilweise sogar von alleine gelevelt werden sozusagen, ohne dass man im Prinzip aktiv Forge-Punkte investieren muss. Wir können allerdings diesen Eigenbedarf noch ein bisschen drücken, denn die Arktische Orangerie hat ja eine Eigenproduktion an Forge-Punkten. Das heißt, auf Level 47 hier zum Beispiel würde die Arktische Orangerie 47 Forge-Punkte produzieren. Gehen wir davon aus, dass wir diese Forge-Punkte doppelt einsammeln. Das heißt, wir warten immer, bis die tägliche Produktion abgeschlossen ist, sammeln diese dann ein und leveln dann das legendäre Gebäude, so können wir direkt nochmal einsammeln. Diese doppelte Ernte können wir direkt wieder einzahlen. Das heißt, diese doppelte Ernte brauchen wir nicht aus anderen Produktionen zusätzlich mit einzahlen. Das heißt, wenn wir den Eigenbedarf hier von 280 Forge-Punkten haben, könnten wir zweimal 47 Forge-Punkte direkt nochmal abziehen, die wir nicht mehr aus anderen Produktionen dazu nehmen müssten. Diesen Wert lassen wir uns jetzt auch nochmal ausgeben, damit wir einen etwas näheren Wert sozusagen oder einen etwas kleineren Wert haben. Hier haben wir jetzt nochmal den Eigenbedarf, wenn man im Prinzip die doppelte Produktion abzieht, und da sehen wir, okay, Level 47, ja, da sind wir schon nur noch so auf knapp 200 Forge-Punkten, das heißt schon deutlich weniger. Das Niedrigste, was wir erreichen, sind so 180, 190 Forge-Punkte. Das ist immer noch relativ viel im Vergleich zu anderen legendären Gebäuden, vor allem
gegen dem Innovation Tower, der hier in diesem Levelbereich sogar im Minusbereich war. Das heißt, man kann schon mal davon ausgehen, dass die arktische Orangerie erstens relativ schwer zu leveln ist und zweitens wahrscheinlich auch wesentlich länger stehen muss, damit sie sich rentiert. Das Interessante wäre jetzt allerdings nochmal die Entwicklung des Effektes der arktischen Orangerie, also dieser kritischen Trefferquote zu sehen. Wie die sich denn entwickelt und ob es sich lohnen würde, die arktische Orangerie überhaupt so weit zu leveln. Wir haben hier unten dieses Mal nochmal einen roten Graphen, der jetzt den Effekt der arktischen Orangerie darstellt. Und ihr seht, der steigt relativ gleichmäßig. Allerdings, was man gut erkennen kann, hier hinten sind die Abstände zwischen den Aufstiegen sozusagen um ein Pixel wesentlich kürzer als hier vorne. Das heißt, hier vorne haben wir eine lange Gerade erstmal, bis das wieder ein Pixel aufsteigt, dann wieder sehr lang und dann steigt es wieder auf. Hier hinten sind diese Abstände wesentlich kürzer. Das heißt, in höheren Levelbereichen steigt der Effekt ein wenig schneller an. Das wird im Spiel kaum merkbar sein. Allerdings ist es tatsächlich der Fall, dass es hier hinten der Effekt ein wenig mehr ansteigt als hier vorne. Normalerweise ist das immer andersrum. Das heißt, man kann auch schon mal sagen, dass die arktische Orangerie besonders in hohen Levelbereichen vorteilhaft ist zu leveln, wenn man den Effekt steigern möchte. Möchtet ihr jetzt den Wert eines Effektes auf einem bestimmten Level wissen, so könnt ihr das auf einer Webseite tun, die ich euch natürlich unten verlinkt habe. Und zwar ist das Fandom Wiki von Forge of Empires, der Eintrag der arktischen Orangerie. Hier habt ihr alle Level mit dem kritischen Trevor-Effekt und in der Forge-Punkte-Produktion und natürlich der Gesamt-Forge-Punkte, die ihr auf dem Level benötigt, auch nochmal aufgezählt. Und hier sehen wir auch, hier vorne zum Beispiel, haben wir teilweise 1, 2, 3, 4, 5 Level, wo es in diesem 10% Bereich ist. Wenn wir jetzt mal nach unten gehen, haben wir hier zum Beispiel einen Bereich von gerade mal 3 Leveln, wo ihr nur 28% habt. Das heißt, ihr seht wirklich, hier unten steigt das Ganze ein wenig schneller an als oben. Diese Seite, wie gesagt, nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Wollt ihr allerdings auch noch die Mäzen-Belohnung bzw. den Eigenbedarf wissen, den ihr auf einem Level benötigt, so habe ich euch eine weitere Webseite unten verlinkt. Das ist die Webseite der Fleißigen auf Priskat mit dem legendären Gebäude. Rechner. Ihr könnt entweder diesen hier benutzen oder den Originalrechner von Kraldorn. Der ist hier auf dieser Seite verlinkt, allerdings auch nochmal natürlich unten in der Videobeschreibung. Hier findet ihr das Ganze auch nochmal, das Original. Hier könnt ihr also den Archenfaktor von zum Beispiel 1,9 einstellen und dann im Prinzip ausrechnen lassen, wie viel ihr selbst denn benötigt. Das steht dann hier oben. Natürlich solltet ihr davor noch das legendäre Gebäude, die arktische Orangerie einstellen und das entsprechende Level, was ihr wissen wollt. Die eigentliche Frage war jetzt ja aber, wie lange die arktische Orangerie eigentlich braucht, um sich zu rentieren. Und jetzt wird es ja erst interessant, denn das habe ich mir natürlich auch mal wieder ausgeben lassen in einer sehr langen Liste, diesmal wieder mit 132 Leveln der arktischen Orangerie. Und die können wir uns mal anschauen. Die habe ich euch wieder in die Videobeschreibung gepackt. Ich habe sie im Gegensatz zu den anderen legendären Gebäuden mal ein wenig eingekürzt, sodass ihr hier ein paar Werte weniger habt, damit es übersichtlicher wird. Einmal habt ihr hier die Stufe, dann habt ihr den Eigenbedarf, den ihr selbst leisten müsstet auf dieser Stufe, den Eigenbedarf bis zu dieser Stufe summiert und wie viel ihr bis hierhin hättet einsammeln können. Das heißt, das ist immer die doppelte Ernte einer Stufe. Wir gehen aber davon aus, dass ihr pro Tag ein Level macht, also relativ schnell levelt. Wie gesagt, in der Realität würde diese Zahl wahrscheinlich sogar höher sein, da ihr auf dem einen oder anderen Level wahrscheinlich länger brauchen würdet und mehr der Produktion natürlich auch wieder einzahlen könnt, das heißt weniger andere Produktionen mit einfließen lassen müsst. Die letzte Zahl ist jetzt allerdings interessant, denn das sind die Tage, die ihr die arktische Orangerie stehen lassen müsst, bis sie sich rentiert auf diesem Level. Das heißt, wir gehen davon aus, dass ihr die arktische Orangerie auf dieses Level bringt und dann sie auf diesem Level stehen lasst. Und diese Tage müsste sie dann stehen bleiben, um alle Forge-Punkte, die ihr investiert habt, wieder rauszukriegen und ab diesem Moment dann Plus zu machen. Die niedrigsten Tage haben wir tatsächlich auf den Stufen 57 bis 59. Allerdings sind wir mit 350 Tagen tatsächlich ziemlich hoch. Wenn ihr euch an andere legendäre Gebäude erinnern könnt, wie zum Beispiel das Cape Canaveral, was bei weit unter einem Jahr lag, ist das hier schon ein ziemlich hoher Wert mit 350 Tagen. Allerdings, wie gesagt, die arktische Orangerie wird auch hauptsächlich nicht wegen den Forge-Punkten gebaut, sondern wegen dem Primäreffekt, dem kritischen Schaden. Aber ihr wisst auf alle Fälle schon mal, für Forge of Empires Spieler, die definitiv länger am Spiel dranbleiben, lohnt sich die arktische Orangerie, denn sie rentiert sich definitiv. Und wollt ihr die Chance auf kritische Treffer erhöhen, so ist das natürlich vor allen Dingen vorteilhaft, wenn ihr sie noch weiter levelt. Allerdings solltet ihr euch dann natürlich bewusst sein, dass ihr hinten die Zeit,
die ihr braucht, bis sich das Ding wieder rentiert, extrem hoch wird. Das heißt, ihr seht hier schon weit über 2 Jahre, ab Level 100 sogar schon fast 3 Jahre, die die arktische Orangerie stehen bleiben müsste, damit sie sich rentiert. Ich hoffe, dieses Video hat euch soweit wieder ein bisschen weitergeholfen und euch sozusagen wieder ein bisschen Hintergrundwissen über die arktische Orangerie gegeben. Über jeden Daumen nach oben freue ich mich wie immer. Weitere Vorschläge in die Kommentare. Die nächsten Videos zu weiteren legendären Gebäuden werden zum Beispiel über den Relikt-Tempel oder das Chateau sein. Allerdings steckt da ein bisschen mehr Arbeit dann drin. Deswegen kann ich das erst wieder machen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, da ich gerade noch am Renovieren bin. Bitte verzeiht mir es also, wenn diese Videos erst in ein paar Tagen oder Wochen kommen. Ich weiß nicht, wie lange ich dafür brauche. Aber bis hierhin jetzt erstmal, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt über eben weitere legendäre Gebäude, auch die ich so analysieren werde, abonniert gerne den Kanal und bis dahin dann erstmal ciao, bis zum nächsten Video.